Also ich finde das so lustig, wie der Typ einfach hinter diesem, also ich blende euch mal jetzt ein, der Typ. Hey, wie geht's und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und ja, es geht mal wieder um das gleiche Thema wie im gestrigen Video. Also wer das gestrige Video, was ich gemacht habe, nicht gesehen hat, kann ja mal gerne auf meinen Kanal schauen, ist halt das gestrige Video. Da rede ich, wie ich reagiert habe, als zwei Fans vor meiner Haustür geklingelt haben. Was ich denen natürlich nicht böse nehme, das seht ihr alles, wenn ihr das Video an euch anschaut. Und diesmal rede ich um eine Erfahrung der gleichen, nur einer Stufe extremer, meine Freunde. Also, wenn ihr mein Video gesehen habt, dann könnt ihr euch das angucken. Bei mir, meinem Video seht ihr dann halt, wie das so ist. Aber ich würde mal sagen, wir warten mal bis die Runde anfängt. Und deshalb sehen wir uns gleich. Und da sind wir wieder und ich mache auch diesen geilen Move, dies, das, bei mir läuft. Und ja, was ich sagen möchte, also ihr könnt mal auf den Kanal, also ich poste euch mal einen Link oben in die Beschreibung von Aha in Hunter, sein Video da, das ist ja seine Erfahrung und ich rede jetzt darüber und zeige euch das mal. Da könnt ihr gleich, wenn ihr meins angeschaut habt, auch mal vorbeigucken, weil, ja, erstmal müsst ihr das gucken, sonst könnt ihr das nicht nachvollziehen, warum ihr das von ihm gucken sollt. Wartet mal, ich muss erstmal hier einen geilen Start hinkriegen. Ich hasse mich, ey. So, ich hab jetzt Kit Seelendieb und wir haben zwei Diamanten. Das reicht uns eigentlich. Seelendieb ist, habe ich bei Krankhafter gesehen, ein geiles Kit. Und zwar, man hat einen Schandentable und immer wenn man kämpft, kriegt man XP. Ja, cool, ne? So. Der hat sich, ja gut. Ja. Danke für das Holz hier. Kenneck. So, und zwar, das war so, der Typ, also Aha in Hunter, war bei sich zu Hause und hat sich gedacht, chill ich mal ein bisschen, ne? Auf einmal schreibt ihn, dieser Abonnent, ich werde auch keinen Namen erwähnen, wie er es auch gemacht hat und ich werde gleich, wenn ich euch das Video zeige, hat das aufgenommen, das ist richtig lustig, wenn ich euch gleich das Video zeige, wie der Typ vor ihm, vor seinem Haus gestanden hat, dann werdet ihr euch nicht, werdet ihr einfach behindert lachen, glaubt mir. Und, kann ich töten? Und er hat mit ihm, der Abonnent hat ihn auf Handy angeschrieben, ja, auf Facebook, jo, dies, das, ich stehe vor deiner Haustür irgendwie. Und. Wartet mal, ich muss mal hier ein bisschen. Oh, ich bin schon Level 5, ey. Oh nein! Fail-Runde. So, scheiße, ich kann nicht über das Thema reden. Fuck. Also, hat ihn so angeschrieben, ja, dies, das, was machst du? Der so, ja, ich chille. Ja, wohnst du da und da vor einer Lackiererei? Der so, ja. Ich so, ja, ich stehe vor deiner, irgendwie sowas, ich stehe vor deiner Haustür. Der so, nee, nicht dein Ernst. Der so, dann meinte der, warte mal, Leute. Brauch ein bisschen was zu futtern. Da meinte der, nicht dein Ernst. Und, erstmal hat er den nicht so gesehen. Dann meinte der, hä, da steht keiner. Und der so, doch, ich sitze auf einem Stein. Und der so, hä, auf einem Stein? Ja, ich sehe einen, der, dann meinte der, aha, einen hat er, ja, ich sehe einen, der sitzt auf einem Stein. Und dann meinte der Typ, nee, ich stehe. Dann meinte der so, dann bist du das wohl nicht, ne? Und, mal. Sharpness, das ist relativ nice hier. Und dann meinte der Typ, doch, ich bin das. Der so, WTF, dann ist er rausgehalten, mit ihm geredet. Und er meinte auch, er wäre relativ nett gewesen. Das sind eigentlich die treuesten Abonnenten im Endeffekt. Aber das ist so ein bisschen, naja, gruselig. Ich blende euch gleich mal das Video. Ich blende euch mal. Soll ich euch jetzt das Video schon einblenden? Ich blende euch das Video mal ein, so dass ihr das Gesicht auch von ihm nicht so mega kennt, aber ihr halt dennoch erkennt, dass das jemand ist. Oh, WTF. Wo bin ich jetzt gegangen? Außerdem ist Ender Games momentan mein Lieblingsspielmodi. Wollte ich mal so erwähnen. Der macht mir relativ viel Spaß. Was heißt relativ? Der macht mir mega viel Spaß. Okay.
5 Eisen, damit kann man sich ja schon mal was zimmern. So. So, diese Rüstung brauchen wir, um... Nein, bitte mal. Also ich finde das so lustig, wie der Typ einfach hinter diesem... Also ich blende schon mal jetzt ein. Der Typ einfach in diesem... Ich will hier weg. Der Typ hinter diesem Wagen, der sich so wie ein Assassine versteckt. Und ich feiere das irgendwie so hart. Also ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, wenn da jemand bei euch mal von der Haustür klingeln würde. Oder so euch. Also... Das geht schon in die Richtung Stalken. Also würde ich schon behaupten, dass das schon in die Richtung Stalken geht. Ich finde... Bei dem läuft nicht. Ich finde, das ist bei dem schon so ein bisschen... Naja... schon ein bisschen krass auf jeden Fall. Nur kann mir mal jemand erklären, wie ich hier rauskomme. Kann ich mir wieder werfen. Ja. Ob das ist damit... Ne, das hat damit gerechnet. Das war random. So. Ich brauche einen Bogen. Ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, was für Bogenskills ich eigentlich drauf habe. Die waren eigentlich unentdeckt, wie ein unentdeckter Sänger, der einfach nicht entdeckt wird. So, man muss mich eigentlich unterstützen in dieser Hinsicht, dass ich mal groß rauskomme als der heftigste Bogenskiller. Okay, ich könnte ja mal meinen Kompass hier benutzen. 100 Blöcke, vielleicht ist hier ein Bogen, ne? Okay. So. Dann wollen wir mal. So, ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen. Meine Meinung ist eigentlich, wenn das... Also ich habe das im letzten Video gesagt, ich möchte das nicht. Aber ich werde auch keinen Behinderten schlagen, weil er jetzt vor meiner Haustür ist. Aber ich werde das dem halt sagen. Und dies, das. Aber versucht bitte nicht, mich zu finden. Ich möchte alleine sein. Also, keine Ahnung. Hört auf. Schaut einfach die Videos. Ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch, der Videos macht. Ich mache nur Videos, Leute. Ich habe einfach... Eigentlich habe ich ja so gut... Das ist eigentlich... Ich habe keine Hobbys, Leute. Ist das mal aufgefallen? Ich muss hier rauskommen, Alter, wenn ich hier entdeckt werde, ne? Also, ich bin dann so gut wie tot. Oh, ich habe den... Nein! Oh, fuck, Alter. Was für ein Hurensohn. Wer... Das ist ja richtig hurensöhnig. Was mache ich denn jetzt? Boah! Ja, nice! So. Ich hoffe, die Runden gefallen euch, in denen ich Endergame spiele. Muss jetzt ein bisschen Obacht. Guck mal, ich tue den Bogen auf das erste Loch. Wisst ihr warum, Leute? Ganz einfach, ich erkläre es euch. Weil ich auf der 1 die Skills brauche. Oh, ich habe die, kann den Bogen mal verzaubern. Power. Sehr schön, sehr schön. Jetzt kann mein Talent entfaltet werden, Leute. Aber ich brauche Reck. Ich brauch, Oh! Leute, was soll das für... Was ist das für Verarschen hier? Na gut. 4 Diamanten. Was mache ich denn jetzt? Also, ich habe hier... Ah, ja, Mann! Auf jeden Fall eine XP-Flasche. Können wir loswerden. Okay, das hat irgendwie gar nichts gebracht. Dann brauche ich Essen. So, hier war ich schon. Und ich werde jetzt auch hier nichts regen können, wenn ich jetzt hier mal keinen Weg rausfinde. Aber ich bin schon gut in diesem Spiel, ne? Also. Ja. Was mache ich denn jetzt? Kann ich mich irgendwie rausswitchen? Komm schon. Ja, ich habe mich jetzt selber getauscht. Das geht wohl nicht. Ich muss also jemanden damit treffen. Ich will nur jemanden trecken. Pam, Alter. Schwierig.
Oh, ich verdamme jeden, der mir das antut, ne? Ich kann das... Oh. Wisst ihr, Leute? Das kann's einfach nicht sein, was die mit mir machen. Nein! Wie ich getrollt werde von den Switchern. Nein, aber ich hatte Potenzial, Leute, auf jeden Fall. Nur was diese hat. Leute. Ich hätte den gegeben. Also schreibt alle in die Kommentare, ob ich es ihm gegeben hätte. Locker, locker, Leute. Das war nur diese. Ich hätte ihm locker gegeben, Alter. Ich hatte verzauberte Bogenskills, Alter. Alles, Alter. Das war ja easy. Aber wie dem auch sei, ich hoffe dennoch, es hat euch gefallen. Und ich würde mal sagen, haut rein, meine Freunde, und bis zum nächsten Mal. Boah.